Ja, hallo, ich begrüße euch jetzt hier zum Welpen TV. Oh, Mimi hat Lia im Auge. Horst? Und jetzt der Kleine. Nebenan. Lia. Ja? Das ist Lia. Nicole. Was denn? Jetzt wird's eng. Ja, ich filme, ich film weiter. Ich bin gleich gefeuert als Sag Filmer. keinen Namen. Das ist Lia. Embo ist ja. Egal. So. Ja, eigentlich ist Lia, aber es ist nicht Sparky. Hab ich Sparky gesagt? Was ist denn hier schon wieder? Guck mal. Ende der Nacht. Egal. Das ist meine. Das Katzenchen. Na gut, wir wollen heute nur sagen, dass unsere Ämper, die Member, heute ihr neues Zuhause, dass ihr Ämper, die Member, zu Hause, ihr neues Zuhause bezogen hat. Hast du Katzi näht die neuen Taschen für die anderen kleinen Wauzi-Bauzis, sprich meine. War das gleich? Rockies. Adada. Ein bisschen mehr, Rocker. Gut. Ich guck dich nicht an. Ich guck die Welpen an. So. Nee, und auch die anderen halt. So. Sammy ist auf dem Klo. Habt ihr euch über unser WC schon mal unser wunderschönes. Ah, das müssen wir mal zeigen. Nein, unser Stinketier anguckt, das auf dem Klo sitzt. Haben wir selbst gemalt. Ist das nicht geil? Das war cool. So. Gut. Mom macht wieder mal irgendwelche Blödsinn mit den Kiddies und hustet. So. Ja. Also unsere Embi, die Membi, ist gut angekommen. Ihr habt ja die Fotos gesehen. Bei unserem Welpen-TV-Club. Wir sind ein Club. Und also ich muss sagen, ich freue mich tierisch drüber. Und bei Jana und ihrem Freund. Ich habe keine Ahnung, wie ihr Freund heißt. Aber ist ein ganz, ganz netter. Sympathisches Kerlchen. Ein hübscher auch dazu, soll ich mal Spaß auch sagen. Guten Geschmack. Hast du gut gemacht, Jana? Nee. Ja, doch. Fühlt sich ein Pudel wohl. So wie ich sehe, laut gerade Tipps, sie wieder mal ein. Schon wieder. Kein irgendwas im Kamm oder im Pudel. Hier ist die von der Nähmaschine des Spital. Ja, die Hunde wollen langsam Auto fahren lernen, deswegen komme ich ja mit dem. Nähen lernen. Gut. Katze Mädchen, noch. Ja. Mädchen, genau. Mädchen. Ah, lass ich auch da. So. Nee, und ja, wir sind mehr wie glücklich, dass sie. Ja, es sieht einfach gut aus. Momentan stinkt sie wie verrückt. Es stinkt ja wirklich. Puh. Ich hab richtig gerochen. Keine Ahnung, wer es war. Ich mach mal. So ja. Sind die Hunde. Und dann. Sparky tritt auch noch rein. Ey, Sparky. Gut. Ich mach. Mimi. Weg. Weg, weg, weg. Ich mach mal kurz auf Stopp. Pause. Und sind gleich wieder da. Dann machen wir Replay. Tschüss. Gleiche Position. Ha? Kacke ist weg. Ha? Das ist ja gut. So. Ja, nun sind statt nur noch 8 Bolonki-Bongis. Nur noch 6 da. Nachts nur 5, weil Sparky, mein kleiner Rabauke, ist Sparky. Also da geht mit mir nach Home. Geht gleich mit mir. So. Und morgen, das Herz bumpert. Nee, du bei dir dauert noch ein bisschen länger. Geht da. Ey. Geht der Rocky home. Go home. Und der Rocky von der Rocky, ja. Er freut sich noch. Und natürlich unser Faulinchen. Du wirst ein Hiegelige. Ein Highlight. Alles ein Highlight. Ja, das stimmt, aber das wären für viele Menschen und das wären für die Familie. Oh, das ist falsch gesagt. Richtig gesagt, so. Ja, Sparky. Quatsch. Weißt du, was ich gesagt habe? Immer für die Familie. Ja, aber die kommt ja in ein Restaurant. Ach, Nicole. Ja, die kommt in eine Kneipe, in ein Restaurant, und? Wo viele Menschen dieses kleine Wesen zum ersten Mal sehen. Ja, aber viele Wesen sehen es. Die eine freut sich besonders. Und alle freuen sich für das. Für das Wesen oder für das Mädchen. Genau. Mann. Thorsten, du weißt, was ich meine. Geh, gib mir recht. Gut. Das ist doch alles top secret. Ja, das ist ja auch top secret.
Ja, dann quatsch nicht so viel. Okay, hör zu, wir verraten das keinen. Bis morgen, gell? So. So, unser Benjamin, Benny, hey Ben, 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 Benny Bär, Benjamin. Ah, da kommt schon Alarm, Alarm. Und unsere Lia, meine Lia, ja, wo die heute die Ember geholt wird, ist sie gleich auf die Anne zu und sagt, nimm mich doch mit, ich will auch mit, ich will auch mit. Aber nein, das geht erst am 28. Dann hat sie nur für dich Zeit, weil vorher muss sie noch ein bisschen arbeiten. Ja, Benni? Und die Elke, die freut sich auch schon ganz doll auf dich. Nee, du warst es, Lia. Du hast mir praktisch alles zugesagt. Ja. So, finde das Eichhörnchen. Wenn ich weiter weiß, sage ich einfach, finde das Eichhörnchen. Gut, wir haben's. Nee, das war die Wurst. Gut, okay. So. Um auch die Tipsi. Ach, Tipsi knabbert gerade runter. An dem wunderschönen Kuhohr. Ja, in diesem Welpenverein sind wir da jetzt 15 Kühe gestorben. Nicht gestorben, aber die Kühe wurden die Ohren. Mussten ihre Ohren lassen. Einmal freies. Ja, aus dem Rest haben wir eine Wurst gemacht. Eine Rinderwurst. Guck mal, die freuen sich, wir lachen. Manches mit der Brille. It's cool, man. Die freut sich, ist Rocky. Ah, Rocky. Rocky mag die Würste. Rocky ist ja auch überfressen mittlerweile. Ja. Nix mehr mit. Oh, ah, mag das nicht. Nein. Mittlerweile, nicht. Genau. Mittlerweile schlägt er alles weg. Also, Caroline, du kannst kurven, was du willst. Richtig. Du kannst sogar eine Kuh hinstellen, die ist morgen weg. Das war also, es macht nur Spaß. Ihr kennt mich doch mittlerweile. So, Lucky guckt. Lucky. Mama, naja, Mom ist die Mom. Paps. Oh, Paps sieht immer so traurig aus. Aber ja, Paps muss geschnitten werden. Ja, wollte ich gerade sagen, der muss einfach lange, hat einfach lange Haare. Wollte ich doch gerade sagen. Das Mann, Mann. Ich zeig mal nur kurz, sag ich mal die Tage. Ach, Nicole. Du bist nicht auf dem Bild, was sprichst du? Um Gottes Willen. Na, wen zeigst du denn dann? Ich zeig dir die Hälfte vom Tisch. Auch sehr. Die, also, so, also nicht mal was, nicht mal deine Nähmaschine für die Wundertaschen. Weil die Nähmaschine, das ist eine Zaubernähmaschine. Und die Zauber, die schönsten Taschen, die man je gesehen hat. Wenn ich diese noch zeige, ey, dann kauft ihr euch die und das kann ich nicht bringen. Aus alt macht neu und sportlich. Richtig. Aber doch, die Nähmaschine und die Zauberin, ey, die sind im Videos top secret. Die hat kaum ein Mensch gesehen. Selbst ich kenne sie auf Bildern nicht. Ich kenne sie immer nur live. Und das ist mein Ernst. Ja, lass mal's. Paulinchen, freust du dich auf morgen? Deine letzte Nacht hier. Ach ja. Ich schläft schon vor. Ich schläft schon vor. So. Richtig. Gell? Benni, bei dir dauert es noch ein bisschen. Aber die Elke, die ist total verrückt nach dir. Die zwei streiten sich mal kurz, bevor es morgen auseinander geht. Wir werden niemals auseinander. Doch, Mister. Rocky? Ey. Morgen ist es soweit. Dann wirst du in der bei der Caroline rocken, was das Rocken hält. Und Lia? Ich hab nichts gemacht. Ich bin unschuldig. Ein bisschen pingelig halt. Paps, rock dann alles, wenn nicht alles vorbei ist. Jo. So, ich geh mal kurz noch zur. Mom denkt, ach, leckt mich am Arsch. Die macht's nicht, aber die schläft halt. Lucky denkt, ach Mann, oh, ich bin niedlich. Ja, bist du ein Alter hier, der ist schon fast 14 Jahre alt, gell. So, gehen wir nochmal die beiden hier runter. Guck mal, die haben wieder schon wieder eine Kuh gekillt. Die ist ganz frisch, siehst du? Ist noch braun, ist noch warm. Guck mal, Hosch mal, hat noch Leben in sich was. Ist noch Spaß. Richtig, ist erwachsen und die wissen das. Ey, und ich bin gerade bei den beiden und schon, na ist egal. Tipsi, ein kleiner Osterhase, bald bist. Gleich kannst du hoppeln. Sparky, komm du mir nach Hause. Ach, du bist witzig. Das ist ein ganz liebevoller Hund.
Der horcht und schläft und pullert ganz gut nach. Benni auch, alle. In der Gruppe weniger. Ich habe keinen anderen, was ich erzählen soll. Ich höre es lieber auf, oder? Ich muss ja auch fertig werden. Richtig, Katja muss weiter nähen für die Zaubertaschen, wo ich die Nähmaschine nicht zeigen darf, weil das eine. Eine Wunderzaubernähmaschine. Und das betätigt Wunderzauberhände. Wow! Füße, wenn hier nicht gerade einen Hundekopf drauf ist. Ja, sehe. Und Füße. Ja. Genau, guck ihre Füße. Ja, seht her eure Füße, ja. Seht her eure Schuhe. Nee, euch tut die Land neu Auto fahren, aber lassen wir's. Nee, das ist geil. Gut. Alles klar. Also, wir wünschen unserer kleinen Ember, die heute leider nicht mehr auf unserem Clip dabei ist, alles, alles Gute. Wir wissen ganz genau zu 100.000%, dass sie bei der Jana ein mega geiles, super tolles Zuhause gefunden hat. Wir freuen uns auf Fotos, Videos, Clips, egal was, Infos, würden uns sehr verfreuen. Und ja, und bei den Rest und ja, und ja. Und morgen werden wir wieder um 2 Welpen ärmer. Dann sind wir nur noch Welpen. Nee, was sind wir dann? Keine Ahnung, wenn du so einen Scheiß erzählst. Müssen wir eine neue Gruppe wählen. Welpen-TV ohne Welpen. Ohne Welpen. Alles klar. Dann viel Spaß noch. Bis morgen. Gessborgi, heute machst du meinen Abschlusssatz bei mir. Und ich danke euch für alles. Also, ich freue mich auf euch. Es ist wunderschön, euch alle in einer Gruppe zu haben. Ich habe euch alles sehr, sehr lieb. Jetzt wäre nicht sentimental. Und fang nicht noch an zu halten. Das sagt mein Schwesterherz, aber ist egal. Ja. Also. Ich habe die Tränen getrocknet. Das kann ich nicht machen. Ich dachte, das nur ist für mich. Nein. Das ist für mich. Okay. Gut. Also Rocky, mach mal du zum Abschluss, gell? Du, Rocky, bis morgen. Und unser Faulinchen. Nee, das war jetzt Benni. Ach, was will ich. Gut, ja, kleiner Ärger wieder mal. So, dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen guten Abend. Wir wünschen euch allen einen wunderschönen guten Abend. Eine, wie sagen die meisten Menschen? Guten Abend, gute Nacht und bis morgen.